Hallo, herzlich willkommen Andreas Trienbacher, Hörsaaltrainer in Karlsruhe. Ich rede heute mal ganz langsam, weil ein paar Leute mir geschrieben haben, ich rede zu schnell. Tut mir leid, ich werde bestimmt wieder überholt von mir, weil ich habe so viele Informationen, die ich alle loswerden möchte, deswegen rede ich immer so schnell. Und die nächsten schreiben, der Clip ist zu lange, das dauert mir zu lang. Also was mache ich? Ich rede schnell, um so viel wie möglich Informationen in den Clip zu legen. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt allen recht mache. Ich reg mich nicht auf. Nein, ich reg mich wirklich nicht auf. Ich bin ganz locker. Einmal tief durch die Hose atmen und es geht wieder. Spaß beiseite, ich versuche ein bisschen langsamer zu reden, aber bitte habt Verständnis dafür, es sind einfach viele Informationen. Ich bin halt ein bisschen Perfektionist, was nicht immer gut ist, aber wie gesagt, ich streng mich an. Gut, heute zum Thema Rudern. Und zwar erkennt alle sämtliche Ruderübungen, vorgebautes Rudern, frei, Obergriff, Untergriff, horizontal mit einer Maschine, mit Bruststütze, ohne Bruststütze, alle möglichen Übungen. Es gibt auch Alternativen. Nicht das Einarmrudern, wie du kurz sagst, das kennen wir schon, sondern hier im Kabelzug. Am Kabelzug kann man ganz tolle Übungen machen. Und zwar, ich zeige heute enges Rudern im Parallelgriff, in der 45 Grad Vorbeuge. Ja. So, ich mache ein bisschen leichtes Gewicht, ich muss ja noch reden nebenher. Ganz einfach, Parallelgriff, das ist das, was ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist ein Parallelgriff. Parallelgriff der Hände. So, in die Skifahrerhaltung oder in die Toilettenschüsselhaltung, wobei die Toilettenschüssel natürlich jetzt relativ hoch hängt. Wir bleiben beim Skifahrer. Und ganz einfach. Vorgebeugtes Rudern im parallelen Griff. Handflächen zeigen zueinander. Kopf bleibt in der Verlängerung der Halswirbelsäule. Bitte nicht den hier, bitte nicht den hier, bitte nicht den hier, bitte nicht den hier, sondern einfach. Und schöne gleichmäßige Bewegungen. Den Oberkörper schön stabil halten und bitte etwas langsamer, wie ich sie davor mache. Konzentrische Phase, Haltungsphase und exzentrische Phase langsam ausführen. Konzentrisch etwas schneller, kurz anhalten, Rücken anspannen und exzentrische Phase langsam ausführen. Wichtig, unter Belastung Schulterblätter schließen. Unter Entlastung Schulterblätter langsam nach vorne, aber bitte nicht keinen Rundrücken machen bei der Entlastungsphase. In der Stabilisierung bleiben. Nur maximal nach vorne bis zur Armstreckung, nicht weiter. Und langsam ablegen. Das war vorgebeugtes Rudern am Kabel mit dem Parallelgriff. Schöne Übung für Rücken. Alternativübungen für viele andere Ruderübungen, ganz toll am Kabel, macht viel Spaß. Wenn man einen schönen Kabelzug hat mit einer Mehrfachumlegung, kann man am Anfang einen ganz sanften Drehmoment, so dass ich von Anfang an so einen hohen Drehmoment habe, was mir auf die Wirbelsäule abläuft. Ist hier bei dem Gerät super gemacht, bei der Firma Kettler. Kann ich nur empfehlen, auch mal eine Ruderalternative am Kabel. Ich kann natürlich hier verschiedene Töne einstellen. Kann natürlich jetzt auch hier etwas mehr im Horizontalbereich machen. Auch ganz toll. Wenn ich dadurch, dass ich hier keinen Sitz habe, mich nicht bequem hinsetzen kann, ist das Gewicht natürlich etwas kleines Belastungsgewicht. Das war auch gut so, weil sitzen tun wir eh schon den ganzen Tag. Und so muss ich hier in der Position auch stabilisieren. Po, Bauch, hier ist alles in der Spannung. Entsprechend dessen ist es wichtig für meine Rumpfmuskulatur, um zu stabilisieren. Somit war das jetzt auch wieder mal eine tolle Übung für den Rücken, Rudern, am Kabelzug mit Parallelgriff. Viel Spaß beim Ausprobieren, auch hier wieder, wenn ihr einen Trainer habt, der eine Ahnung hat, langjährige Erfahrung, der mal richtig gut ist, der den Sport lebt, selber macht, fragt ihn, lasst euch zeigen, nicht nur einmal, sondern immer mal wieder, um zu kontrollieren, ob er die Übung auch richtig macht. Bis dahin, alles Gute, Andreas Liebbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.